willkommen zu einer weiteren Folge Real Farming Alice 19 meets Reality. Nach der kleinen Sendepause gestern sind wir heute wieder da. Lenkrad funktioniert, dann Attacke. So, fahren wir mal gerade nach Hause. Fell ist... Ach nee, geht der Tempomat wieder die ganze Zeit raus. Ich wollte, glaube ich, den JD und den... Die Sämaschine wollte ich, glaube ich, zum Service bringen. Beziehungsweise, oder wollte der Racex das abholen? Ich weiß es gar nicht mehr. Ich glaube, da kam gerade der Blaubeer an. Ja, der passt so gut zu meinem. Ach, warte mal, ich hatte ja noch Volker? Irgendwo... ja. Hallo. Servus, grüß dich. Hi. Sorry wegen der Verspätung, aber... Ja, passt. Gerste ist im Silo, kannst du einfach rausnehmen. Und dann zum Aldi, sagst du, ne? Warte, ich guck gerade nochmal ins Tablet rein. Ja, Aldi. Alles klar, bring ich dir weg. Was hatten wir ausgemacht, was du kriegst? Gar nichts. Hatten wir ausgemacht bis jetzt. Ach so. Du kommst mir einfach bei den nächsten Paletten ein bisschen entgegen. Ja, das kriegt man hin. Alles klar. Brauchst du schon wieder was oder hat noch Zeit? Lass mich später aufs Tablet schauen und dann würde ich mich telefonisch bei dir melden. Passt, gut. Okay. Jo, gerne. Tschüss. Mal gucken hier. Okay, passt. Ach, dieser Sound. Ich wollte gerade mal überlegen, ich hatte doch noch irgendwo einen Anhänger gekauft. Wo ist denn der eigentlich geblieben? Ah, nee, warte mal. Racex wollte zu mir kommen und das Gespann abholen. Hallo? Yo, Volker. Hier. Ja. Du wolltest vorbeikommen und meinen Trecker abholen, oder? Mit Sämaschine, wegen großem Service. Ja. Ah ja, gut. Wollte mich nur noch mal vergewissern, weil ich wusste nicht mehr. Wusste jetzt nicht mehr, was wir ausgemacht hatten. Ja, kann ich machen. Gut, steht am Hof. Jo. Der Johnny ist das. Ja, ja. Danke. Jo, tschö. Tschö. Okay, dann fahren wir, glaube ich, mal in den Wald. Nehme ich aber das Auto. Was ist denn jetzt los? So. Gang nicht gefunden.
Der Tempomat, ey, der regt mich ja schon ein bisschen auf, ne? Ich könnte auch mal gucken, ob ich im Wald vielleicht noch ein paar Bäume fällen kann, die einfach dazugehören, dass ich. Dass ich da loslegen kann, dass ich da noch mal ein bisschen produziere. Hackschnitzel müssen wir nachfüllen. Haben wir aber nichts mehr. Gucke ich einfach mal, ob ich noch irgendwo Hackschnitzel rumliegen habe. Vielleicht bei der Palettenproduktion oder hinten am Sägewerk. Ah, hier steht der Anhänger. Ah, der ist also doch schon da. Was wir auch diese Woche machen müssen, ist mal bei der Gemeinde anrufen. Gut, da ist kein Hackschnitzel. Um zu klären, was denn jetzt mit dem Diebstahl ist, ob ich da Schadensersatz kriege. Also ich hatte ja eine Werkstatt, ist verschwunden, Ballen sind verschwunden, mein Kercher ist verschwunden. Lauter solche Geschichten, also puh. Das ist ja auch ein bisschen was. Volker Varuna, hallo. Hallo Varuna. Ja? Ich habe mitbekommen, dass sie meinen Drescher benutzt haben, statt fälschlicherweise den vom Herrn Rasex. Echt? Ja, hat mir der Herr Rasex gesagt. Und zwar ist ja jetzt das Problem, dass natürlich, wie ist das mit den Kosten? Ich meine, so ein Drescher ist ja nicht ganz billig. Wie, was für Kosten? Naja, wie ist denn das jetzt halt wegen... Sie haben dann mit meinem Drescher gedroschen. Und das ist ja jetzt auch nicht so, dass man sagt, das ist kostenlos. Ich meine, ich habe Materialabnutzung, Diesel kriege ich auch nicht geschenkt. Ja, und jetzt? Ja, müssen wir eine Lösung finden. Ja, reparieren Sie doch einfach das Ding. Dann ist ja, wieder ganz... Zahlt's. Ich frage sie ja auch nicht, ob sie meine Kosten zahlen. Sie haben meinen Drescher benutzt. Ja, soweit ich weiß, habe ich den vom Rasex benutzt. Gut, dann lasse ich Rasex die Rechnung zukommen fürs Danken. Jo, keine Ahnung. Ja, tschüss. Kann ja jeder kommen und sagen, ich habe den falschen Drescher benutzt. Mal gucken. Ach komm, ich rufe ihn gleich mal an. Ich frage ihn gleich mal, was das denn für ein Drescher war. Warum kann denn der hier eigentlich nicht mehr so viel Gas geben? Was ist denn da los? Ist da ein Tempomat ach, hier. Ups, also ab ins Gebüsch.
Du! Jo! Der komische Vogel von Händler hat mich gerade angerufen. Welcher? Der komische Vogel. Ah. Der Müller. Mhm. Der wollte irgendwas wegen seinem Drescher. Was hast du denn erzählt? Oh, ich hab dem das erzählt, aber er hat gesagt, ja, ist nicht so schlimm. Der kam jetzt bei mir an und wollte unbedingt, dass ich die irgendwelche Kosten zahle. Ich kann nichts dran an dem Ding. Ja, keine Ahnung. Okay, komisch. Gut, er wollte sich mit dir nochmal in Verbindung setzen. Ja, der kriegt eh noch eine Summe. Steht ja schon 2 Wochen da oben nach Dingen. Ja, also, dann hat sich das ja erledigt. Ja? Und was machst du jetzt? Warum? Wieso? Ja, ich muss ein bisschen, ich brauche eigentlich Hackschnitzel. Aber? Ich habe keine. Das ist natürlich doof. Ja. Wie schaut's denn aus? Hast du mit dem Neumann mal gesprochen? Nein, da muss ich noch drüber schlafen. Ach, wie oft willst du drüber schlafen, ey? Ob sich das investiert, also lohnt und alles. Ja, die andere Lösung wäre, ich zahle die Hälfte. Und, ja. Krieg aber dann kostenlos die Hackschnitzel. Ah, mal gucken. Dann hast du. Nein, noch nee. Ich schließe den Traktor komplett aus jetzt. Jo, der kriegt einen Ölwechsel, Keilriemenwechsel, der ist nämlich nicht mehr ganz gut. Der hat ja schon ein paar Stunden drauf. Ja, die Sämaschine, die kriegt neue Zähne. Neue Schare. Guck, ob die Schläuche gut sind und dann. Aber lackieren könnte es auch mal wieder, ne? Ja, mit der Sprühdose noch mal ein bisschen drüber. Ja, beilackieren reicht. Okay. Gut, das passt. Jo. Hast du Arbeit oder was? Ich? Ja. Ja, ich müsste meine Felder wieder ansehen und so, ne? Da hast du Equipment Raps oben. Ja. Was hast du denn da? 1050 mit der Sämaschine hier. Fendfahr, ey. Tz. Kann ich schön selber machen, ey. Fend. Ne, danke. Ich nehme, glaube ich, mal den 1050. Der will wirklich, dass ich Fend fahre, ey. Ah. Von was träumt denn der? Ich werde mal was anderes machen. Ich werde jetzt mal mit dem Xerion und dem Hacker zum Händler fahren und mir da einen Gutachten geben lassen, was der noch wert ist. Hallo? Jo, Volker Varuna, ja, hallo. Sind Sie zu Hause, also am Händlerhof? Fast. Okay, sind fast. Sie da noch eine Weile? Kommt drauf an, wie lange? Ich würde jetzt mal kurz ein Gerät vom Sägewerk holen und dann zu Ihnen fahren. Ach so, sonst, ich bin auf dem Feld und sehe an. Wo ist das? Also, Feld 8483. Das ist hinter Helmberg in Richtung Resex. Richtung Feldkirchen, meinen Sie? Ja, genau. Also Richtung Wessex sein. Okay. Ja, da komme ich dran vorbeigefahren. Genau, dann können... Ich weiß ja nicht... Es geht um einen Hacker. Also einen mobilen... So einen Häcksler. Ja. Gut, dann werde ich dann einfach mitkommen. Ach so, Moment. Nee, wird vielleicht Ende der Woche. Achso, okay. Glaube ich, oder? Nee, passt. Ich komme direkt. Gut, danke erstmal. Okay. Tschüss. So. Gut, liebe Leute. Vielen Dank fürs Zuschauen.
Wenn es euch gefallen hat, lasst gerne ein Like, Abo oder einen Kommentar da. Und dann bis morgen. Tschüss.